Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute kommt endlich der Vergleich, nachdem ihr mich in den letzten Tagen und Wochen mit Abstand am häufigsten gefragt habt. Das Duell der Giganten, Samsung Galaxy S9 bzw. S9 Plus gegen das Apple iPhone 10. Nachdem ich im November ja schon das iPhone 10 mit dem Galaxy S8 verglichen habe, wollen wir heute einfach mal schauen, wie sich der Nachfolger bzw. die Nachfolger so schlagen. Ich habe mich nämlich bewusst dazu entschieden, nicht nur das Galaxy S9 oder das S9 Plus mit dem iPhone 10 zu vergleichen, sondern direkt beide. Also das S9 und das S9 Plus treten quasi als Team an. Die Begründung ist ganz einfach. Ich persönlich bin der Meinung, dass man schon allein wegen der Größe eigentlich das Galaxy S9 mit dem iPhone 10 vergleichen sollte. Aber da es dieses Jahr ja so ist, dass das Galaxy S9 Plus durchaus besser ausgestattet ist und ja auch das iPhone 10 das momentan am besten ausgestattetste iPhone ist, macht es schon auch Sinn, das Plus-Modell mit einzubeziehen. Wir wollen in diesem Video hier schauen, was so die größten Unterschiede zwischen den Flaggschiffen von Samsung und Apple sind, welches Gerät sich in welcher Disziplin besser schlägt, und am Ende möchte ich natürlich auch die Frage klären, welches Smartphone für wen von euch besser geeignet ist. Also, genug Intro, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Ich sehe schon wieder, wie sich der ein oder andere in den Kommentaren beschweren wird, dass das iPhone 10 ja über 4 Monate älter als die neuen Samsung Smartphones sei und der Vergleich deshalb unfair ist. Dem kann ich nur entgegnen, dass ich im November eben auch schon das Galaxy S8 mit dem iPhone 10 verglichen habe und da war die Situation genau andersrum. Ausgleichende Gerechtigkeit könnte man also sagen, oder eben das momentan aktuellste Samsung Flaggschiff gegen das momentan aktuellste Apple Flaggschiff, meiner Meinung nach ein absolut fairer und auch nötiger Vergleich. Das Galaxy S9 und das iPhone 10 spielen größentechnisch in einer ganz ähnlichen Liga. Das S9 ist einen Tick länger, das iPhone dafür etwas breiter, aber ich finde, man kann beide trotz ihrer großen Displays noch gut einhändig bedienen. Das S9 Plus hingegen, das ist merkbar größer. Sowas ist am Ende immer Geschmackssache, aber das S9 Plus wird sicherlich einigen zu groß sein. Ich würde jedem vor dem Kauf empfehlen, die Geräte vorher mal live anzuschauen. Alle drei Smartphones sind extrem dünn. Gewichtstechnisch liegt das iPhone 10 zwischen Galaxy S9 und S9 Plus. Das fällt aber allenfalls im direkten Vergleich auf. Im Alltag merkt man das nicht. Was hier viel eher auffällt, ist, dass das iPhone 10 in meinen Augen deutlich besser in der Hand liegt, einfach weil es kein zu beiden Seiten hin abgerundetes Display hat. Hier wirkt alles viel mehr wie aus einem Guss und der Rahmen fühlt sich angenehmer an. Das ist Kritik auf sehr hohem Niveau und ich finde, wie gesagt, auch, dass das Galaxy S9 durchaus gut in der Hand liegt, aber das iPhone gefällt mir hier einfach noch einen Tick besser. Im Vergleich zum Plus-Modell ist der Unterschied sogar deutlich. Wenn man die drei Smartphones so von vorne betrachtet, dann fällt zunächst auf, dass beide Hersteller komplett auf physische oder touchsensitive Tasten verzichtet haben und alle drei Smartphones ziemlich dünne Displayränder haben. Beim iPhone sticht natürlich die Notch, also der Bereich oberhalb des Displays, in dem sich Frontkamera und so weiter befinden, hervor. Samsung wählt da einen anderen Weg und setzt auf ein relativ symmetrisches Design. Auch hier ist es wieder absolute Geschmackssache, was einem besser gefällt. Ich persönlich finde, dass alle drei Smartphones extrem futuristisch aussehen. Was ich beim iPhone auf der Vorderseite aber wieder mal vermisst habe, ist eine Benachrichtigungs-LED, die haben beide Samsung-Smartphones. Zusätzlich gibt es hier auch noch die Möglichkeit, durch das Always-On-Display über Uhrzeit, Wochentag, Datum und verpasste Benachrichtigungen informiert zu werden. Auch sowas gibt es beim iPhone leider nicht. Der nächste größere Unterschied betrifft dann den Rahmen. Der besteht bei beiden Samsung-Smartphones aus mattem Aluminium, beim iPhone 10 hingegen aus Edelstahl. Wie gesagt, der Edelstahlrahmen fühlt sich angenehmer an, der Rahmen des S9 und S9 Plus ist aber bei weitem nicht so anfällig für Kratzer oder Fingerabdrücke, in meinen Augen auch ein großer Vorteil. Die Tasten für lauter und leiser finden wir dann bei allen drei Geräten auf der linken Seite, bei Samsung sitzt hier noch die dedizierte Taste für Bixby, also Samsungs Sprachassistenten, Apple hingegen verbaut beim iPhone noch einen Mute-Switch. Der Powerbutton sitzt dann bei allen drei Smartphones auf der rechten Seite, ich komme da überall gleich gut ran, Verarbeitung und Druckpunkt ist bei allen Geräten wirklich ziemlich gut. Beim iPhone 10 befindet sich dann auf der rechten Seite auch noch der Einschub für die Nano-SIM-Karte. Der sitzt beim Galaxy S9 und S9 Plus auf der Oberseite. Hier ist zusätzlich noch Platz für eine zweite Nano-SIM oder eine MicroSD-Speicherkarte, mit der 64 GB große interne Speicher ohne Probleme erweitert werden kann. Ein großer Vorteil im Vergleich zum iPhone, da muss man mit wahlweise 64 oder 256 GB internem Speicher auskommen. Am interessantesten ist aber definitiv die Unterseite. Zunächst fällt auf, dass das Galaxy S9 und S9 Plus nach wie vor einen 3,5 mm Klinkenanschluss haben, das iPhone hingegen nicht. Für viele ist es ja nach wie vor ein wichtiges Feature. Natürlich setzt Apple auch hier wieder auf seinen hauseigenen Lightning-Port zur Dateiübertragung oder zum Laden, Samsung hingegen auf USB-C.
Wo Samsung im Vergleich zum letzten Mal aber wirklich aufgeholt hat, das ist in Sachen Lautsprecher. Alle drei Smartphones haben nun Stereo-Lautsprecher. Der erste sitzt auf der Unterseite, der zweite wurde in die Hörmuschel integriert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre kaum noch Unterschiede. Einige Kollegen meinen ja, dass das iPhone noch einen Tick besser klingt. Das kann ich so aber nicht bestätigen. In meinen Augen nehmen sich die drei Smartphones beim Lautsprecher absolut nichts. Sowohl das Galaxy S9 und S9 Plus als auch das iPhone 10 sind gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Die beiden Samsung-Phones sind hier mit IP68 aber noch etwas höher zertifiziert als das iPhone mit IP67. Die Rückseite besteht bei allen drei Smartphones aus Glas und ist zu den Seiten hin leicht abgerundet. Was die Haptik angeht, bemerke ich hier keinen großen Unterschied. Alle drei fühlen sich extrem hochwertig an, sind super verarbeitet und wahre Handschmeichler. Wie bei Glas so üblich sind die Rückseiten aber natürlich extrem anfällig für Fingerabdrücke. Und das egal in welcher Farbe. Apropos Farben, da hat Samsung mit Midnight Black, Lilac Purple und Coral Blue dieses Jahr etwas mehr Auswahl. Apple setzt auf Space Grau und Silber, also ganz klassisch. Es fällt auch sofort auf, dass die Kameras beim iPhone 10 deutlich stärker aus dem Gehäuse hervorragen als beim S9 oder S9 Plus. Das führt dann dazu, dass das iPhone beispielsweise auf einem Tisch liegend wackelt, das Galaxy S9 und S9 Plus eher nicht. Für mich persönlich auch ein wichtiger Punkt. Der größte Unterschied auf der Rückseite ist aber wohl, dass Samsung hier unter der Kamera bzw. den Kameras in beiden Phones noch einen Fingerabdrucksensor verbaut, Apple hingegen nicht. Das iPhone 10 wird über Face ID, also Apples Gesichtserkennung, entsperrt und auch nur über Face ID oder eben einen Code. Das Ganze funktioniert egal bei welchen Lichtbedingungen sehr zuverlässig und relativ schnell. Beim Galaxy S9 und S9 Plus gibt es den sogenannten intelligenten Scan, eine Kombination aus Gesichtserkennung und Iris-Scanner. Wenn das Licht gut ist, dann ist die Gesichtserkennung sogar schneller als Face ID beim iPhone. Sobald das Licht aber nicht mehr so gut ist, gewinnt das iPhone. Dann kann man bei Samsung aber eben auch noch zum Fingerabdrucksensor greifen. Der macht deutlich weniger Probleme als letztes Jahr und kann durchaus überzeugen. Wenn ich, was die Entsperrmethode angeht, letztes Jahr also noch das iPhone vorne gesehen habe, zieht Samsung da dieses Jahr in meinen Augen gleich. Die Mischung aus vielen verschiedenen Entsperrmethoden macht's. Das war eigentlich auch schon der perfekte Übergang zur Software. Auch wenn sich Android und iOS in den letzten Jahren immer ähnlicher wurden, gibt es auch hier natürlich einige Unterschiede. Das Galaxy S9 und S9 Plus kommen momentan mit Android 8.0 und der Samsung Experience UX 9. Das iPhone 10 läuft natürlich mit iOS 11. Der größte Unterschied zwischen den beiden Betriebssystemen ist für mich aber mittlerweile wirklich die Bedienung. Während das S9 und S9 Plus überwiegend ganz klassisch auf Onscreen-Tasten setzen und darüber bedient werden, löst Apple das Ganze über Wischgesten. Durch einen Wisch von rechts nach links gelangt man zurück, durch einen Wisch von unten nach oben schließt man eine App und auch das Wechseln zwischen Apps funktioniert schnell und intuitiv. Für mich persönlich punktet das iPhone 10 hier auf ganze Linie. Diese Wischgesten sind deutlich intuitiver und oft auch schneller als Onscreen-Tasten und nehmen noch dazu keinen Platz weg. Aber auch Android hat seine Vorteile. Neben dem schon erwähnten Always-On-Display gefallen mir bei Samsung immer wieder der Theme-Store, mit dem man das Aussehen der Software quasi komplett verändern kann und allgemein einfach die vielen Personalisierungsmöglichkeiten von Android. In Sachen Sprachassistenten gewinnt aber Apple und das einfach nur, weil Siri Deutsch spricht. Bixby tut das, Stand März 2018 noch immer nicht. Aber hier würde ich eher jedem empfehlen, den Google Assistant zu nutzen. Der wischt mit Bixby gelinde gesagt den Boden auf. Große Unterschiede gibt es auch bei den verbauten Prozessoren. Das Galaxy S9 und S9 Plus kommen mit Samsungs hauseigenem Exynos 9810 Octa-Core mit maximal 2,7 GHz. Dazu gibt es beim S9 4, beim Plus sogar 6 GB RAM. Da kann das iPhone 10 auf dem Papier mit Apples A11 Bionic Hexa-Core Prozessor und 3 GB RAM nicht so ganz mithalten. Schon der Benchmark-Vergleich vor ein paar Tagen hat aber ja gezeigt, dass das iPhone rein von der Hardware-Power immer noch die Nase leicht vorne hat. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass das iPhone im Alltag die Nase leicht vorne hat. Alle drei Smartphones starten und schließen Apps rasend schnell und überzeugen eigentlich mit einem echt hohen Bedientempo. Aber es fällt einfach auf, dass es bei Samsung immer noch ab und an Mikroruckler oder kleinere Lags gibt, beim iPhone eben nicht. Und wer das Ganze in der Vergangenheit verfolgt hat, der weiß, dass dieser Unterschied in Zukunft sogar noch größer werden könnte. Ich finde auch, dass das iPhone in Sachen Spiele die Nase nach wie vor vorne hat. Viel Auswahl gibt es zwar für beide Plattformen, aber die Spiele fürs iPhone sind meist noch immer besser angepasst und laufen einfach noch einen Tick flüssiger. Ansonsten kann ich nur sagen, dass alle drei Geräte wirklich eine super Performance liefern. Die Unterschiede sind marginal, aber sie sind eben da. Dieser Satz lässt sich dann auch 1:1 auf die Displays übertragen. Samsung verbaut im Galaxy S9 ein 5,8 Zoll, im S9 Plus ein 6,2 Zoll großes Super AMOLED Display. Beide lösen mit 2960 x 1440 bei etwa 570
bzw. 529 ppi auf. Das 5,8 Zoll große OLED-Display des iPhone 10 hingegen löst mit 2436 x 1125 bei etwa 458 ppi auf. Und ja, gerade im Vergleich mit dem Galaxy S9 merkt man doch einen leichten Schärfeunterschied. Das sind keine Welten und im Alltag stört mich persönlich die Auflösung des iPhones auf gar keinen Fall, aber im direkten Vergleich fällt es eben auf. Das gilt auch für die Unterschiede bei Farbdarstellungen und Farbechtheit. Ja, obwohl alle drei Displays von Samsung gebaut werden, liefert das iPhone 10 einfach die etwas realistischeren Farben und vor allem den besseren Weißwert. Auch das fällt nur im direkten Vergleich so wirklich auf, aber es geht hier ja um die Smartphone-Krone. Bei direkter Sonneneinstrahlung sind die drei Displays allesamt ähnlich hell, hier gibt es nichts zu kritisieren. Stellt man die Helligkeit aber manuell ein, dann wird das Display des iPhone 10 merkbar heller. Ich würde mir einfach wünschen, dass auch Samsung manuell die volle Helligkeit ermöglicht und nicht nur im Automatikmodus. Alles in allem sehen wir hier wohl die drei momentan besten Displays auf dem Markt. Welches man jetzt bevorzugt, das ist am Ende Geschmackssache. Samsung punktet bei der Auflösung, Apple hingegen bei der Farbdarstellung. Und nun kommen wir zum für viele wohl interessantesten Punkt der Kamera, beziehungsweise den Kameras, muss man mittlerweile ja sagen. Das Galaxy S9 und S9 Plus haben beide eine 8 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von f1.7. Das iPhone 10 hingegen hat eine 7 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von f2.2. Komplizierter wird es dann bei den Hauptkameras. Das Galaxy S9 und S9 Plus haben beide eine 12 Megapixel Hauptkamera mit einer variablen Blende von f1.5 bzw. f2.4. Das S9 Plus hat zusätzlich noch einen zweiten Teleobjektivsensor mit einer Blende von f2.4. Auch das iPhone 10 hat zwei 12 Megapixel Hauptkameras. Hier haben allerdings beide eine feste Blende. Die eine liegt bei f1.8, die der Teleobjektivkamera dann ebenfalls bei f2.4. So viel also zur Theorie. Samsung hat seine Kamerasoftware stark überarbeitet. Von der UI her erinnert die nun sehr an iOS, finde ich zumindest. Es gibt aber deutlich mehr Einstellmöglichkeiten. Egal ob es der sehr gute Pro-Modus ist, wo nahezu jeder Parameter manuell eingestellt werden kann, oder aber eben der Porträtmodus. Was das Endergebnis angeht, sind sich der Porträtmodus des Galaxy S9 Plus und iPhone 10 gar nicht mal so verschieden. Ich finde, die Aufnahmen können in beiden Fällen wirklich überzeugen. Da man beim S9 Plus aber sowohl vor als auch nach der Aufnahme noch den Grad der Tiefenschärfe verändern kann, geht der Punkt an Samsung bzw. an das S9 Plus und ich meine nur das S9 Plus. Der Porträtmodus des normalen Galaxy S9 ist im direkten Vergleich nämlich deutlich schlechter und liefert auch keine Einstellmöglichkeiten. Das Galaxy S9 und S9 Plus nehmen Slow Motion mit bis zu 960 Frames per Second auf, das iPhone 10 hingegen schafft nur 240 Frames per Second, dafür aber eben durchgängig und gefühlt in einer deutlich besseren Qualität. Die 960 Frames per Second Aufnahmen von Samsung sind von der Bildqualität her schon eher enttäuschend, deshalb bleibt das Ganze für mich einfach eine Spielerei, da macht keiner wirklich Big Points. Das gilt übrigens auch für AR Emoji bzw. Animoji, das Apple Pendant. Für mich beides absolut unnötig, deshalb spreche ich da jetzt nicht mehr lang drüber und komme zum Interessantesten. Und das ist natürlich die Frage, wer liefert die bessere Bildqualität? Nun, das Rennen ist hier wirklich enger denn je. Ich will mich vor allem bei guten Lichtbedingungen echt nicht auf einen Gewinner festlegen müssen. Ich meine, schaut euch die Bilder doch mal an. Sowohl das S9 und das S9 Plus als auch das iPhone 10 überzeugen hier mit gestochen scharfen Aufnahmen, einem wirklich tollen Dynamikumfang und einer guten Farbwiedergabe. Für ein Smartphone ist das echt beeindruckend. Manchmal gefallen mir hier die Aufnahmen von Samsung, manchmal die des iPhones etwas besser. Wenn es hier aber überhaupt Unterschiede gibt, dann fallen die noch am ehesten bei wirklich wenig Licht auf. Hier haben das S9 und S9 Plus nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Manche beschweren sich hier zwar, dass die Aufnahmen unnatürlich hell wirken, aber ganz ehrlich, besser so, als wenn sie komplett verrauscht sind und überhaupt keine Details mehr zu erkennen sind. Ich finde, dass das S9 und S9 Plus bei wirklich wenig Licht die Nase vorne haben, weil sie hellere und detailreichere Bilder machen. Der Unterschied ist keinesfalls riesig, aber er ist eben da und darum geht es ja in diesem Video. Bei der Frontkamera hingegen gewinnt für mich das iPhone, weil es mal wieder die etwas schärferen Aufnahmen mit dem besseren Weißabgleich macht. Und auch bei Videos hat das iPhone die Nase immer noch vorne. Beide unterstützen 4K-Aufnahmen mit bis zu 60 Frames per Second, aber im direkten Vergleich wirken die Aufnahmen von Samsung viel zu übersättigt und auch die Bildstabilisierung gefällt mir beim iPhone etwas besser. Also ihr seht es schon, beide Kameras haben wieder Vor- und Nachteile, aber Samsung hat definitiv aufgeholt. Das gilt allerdings nicht für das Thema Empfang und Sprachqualität, da ist wirklich alles unverändert. Die Smartphones nehmen sich hier kaum was und sind auf einem ähnlichen Niveau, ich würde sagen auf einem ziemlich hohen Niveau.
Kaum Unterschiede gibt es dann auch bei der Akkulaufzeit. Wie auch schon bei den Vorgängern verbaut Samsung im Galaxy S9 einen 3000, im S9 Plus einen 3500 mAh starken Akku. Beim iPhone 10 sind es dann 2716 mAh. Im Alltag ist es so, dass ich mit dem Galaxy S9 meist gerade so durch den Tag komme. Mit dem Galaxy S9 Plus und iPhone 10 schaffe ich es meistens locker. Auch wenn iOS keine genaue Display-On-Time ausliest, ist bei mir die Akkulaufzeit des iPhone 10 relativ identisch mit der des Galaxy S9 Plus. Nur das normale S9, das fällt da im direkten Vergleich etwas ab. Generell ist die Akkulaufzeit leider bei keinem dieser drei Smartphones irgendwie eine Stärke, da haben alle noch Luft nach oben. Immerhin unterstützen aber alle drei Wireless Charging und Fast Charging. Bei Apple muss man dafür aber erst noch ein anderes Netzteil und auch Ladekabel kaufen, bei Samsung nicht. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder fast am Ende dieses Videos angelangt. Vorher folgt aber natürlich das Fazit und wie immer beginne ich da erstmal mit den Punkten, die für das Galaxy S9 und das S9 Plus sprechen. Da hätten wir zum einen den matten Rahmen. Ich habe ja letztes Jahr sowohl beim iPhone als auch bei Samsung diesen Hochglanzrahmen kritisiert. Den hat Samsung jetzt nicht mehr, ist für mich einfach ein Vorteil. Dazu haben beide das schärfere Display. Wie gesagt, ich finde auch, das kam schon im Video etwas rüber. Wenn ich den Fokus komplett scharf stelle, dann sieht man beim iPhone noch so leicht eine Pixelmatrix, Pixelstruktur, bei den Samsungs eben nicht mehr. Also das ist schon so ein leichter Vorteil, würde ich mal behaupten. Dazu kommt, dass der Speicher hier erweitert werden kann und wir einen 3,5 mm Klinkenanschluss haben. Da sagen jetzt wieder viele, ja, 256 GB Speicher beim iPhone, das reicht doch aus. Klar, dafür müsst ihr aber auch mehr Geld zahlen. So eine MicroSD-Karte ist da deutlich günstiger. Auch bei der Kamera hat Samsung definitiv seine Vorteile. Das S9 und S9 Plus haben die bessere Lowlight-Performance. Wie gesagt, das ist fast der größte Unterschied, finde ich. Auch die bessere Kamera-Software, weil mehr Einstellmöglichkeiten, also zum Beispiel im Pro-Modus oder auch beim Porträt-Modus und auch den besseren Autofokus. Darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Der Unterschied ist auch nicht riesig, aber er ist einfach da. Dazu kommt, dass hier ein Fast-Charging-Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Hatten wir ja eben erst. Beim iPhone muss man entweder ein iPad-Netzteil kaufen oder ein MacBook-Netzteil und dazu das passende Kabel. Das geht auf jeden Fall ins Geld. Den letzten Punkt klammere ich dann ein, das ist das Thema Preis. Ich meine, prinzipiell ist es so, das iPhone ist jetzt etwas auf dem Markt, der Preis ist etwas gesunken. Ich glaube, man bekommt das 64 GB Modell mittlerweile so für 900 bis 950 Euro. So viel kostet momentan auch das Galaxy S9 Plus. Aber wie immer, wir wissen es ja bei Samsung, die Preise werden sinken. Das Galaxy S9, also das normale, gibt es für etwa 850 Euro. Aber das kann ich jetzt eben noch nicht bewerten. Also Stand heute kosten das S9 Plus und iPhone 10 in etwa gleich viel. Deshalb habe ich den Punkt aber eben in Klammern gesetzt, aber wie gesagt, in Zukunft wird das noch wichtig werden. Es gibt aber auch einige Pro-Punkte, die für das iPhone sprechen. Da hätten wir zum einen das angenehmere Handling. Wie gesagt, ich finde einfach durch das nicht gebogene Display und diesen Hochglanzrahmen liegt es einfach angenehmer in der Hand. Ich kann es besser einhändig bedienen. Es hat auch die etwas bessere Performance, wirklich nur etwas, habe ich ja schon ausführlich erklärt, auch bei Spielen und wie gesagt, Spiele sehen einfach besser aus. Es hat das etwas besser kalibrierte Display, wenn man beim S9 und S9 Plus die Schärfe lobt. Da muss man beim iPhone auch einfach so, ja, die Farbwiedergabe, die Farbechtheit loben. Muss jeder entscheiden, was einem da wichtiger ist. Und wir haben die bessere Video- und die bessere Frontkamera. Ich finde sogar bei Videos fällt das noch deutlicher auf. Also wer viel Wert auf Videos legt, der sollte eher zum iPhone greifen oder auch bei Selfies. Und der letzte Punkt sind einfach Updates. Ein iPhone bekommt einfach 3, eher 4, manche ja sogar 5 Jahre lang Updates. Das ist bei Samsung beziehungsweise generell bei Android einfach nicht der Fall. Bei Samsung kann man schon zufrieden sein, wenn das Flaggschiff irgendwie 2 bis 3 Jahre lang mit Updates versorgt wird. Also das ist auf jeden Fall wie immer ein großer Punkt für iOS, also Pluspunkt für iOS beziehungsweise das iPhone. Am Ende ist das Rennen diesmal wirklich enger denn je. Wie zu erwarten war, hat Samsung natürlich einiges aufgeholt. Vor allem was die Lautsprecher, die Entsperrmethoden, also die Gesichtserkennung und den Fingerabdrucksensor oder auch die Kamera angeht. Objektiv betrachtet nehmen sich diese drei Smartphones wirklich, wirklich nicht viel. Und auch über den Preis kann man dieses Mal nicht so wirklich argumentieren. Das war ja beim Vergleich zwischen Galaxy S8 und iPhone 10 noch anders. Aber klar, der Preis wird bei Samsung natürlich auch fürs S9 und S9 Plus vermutlich wieder schnell sinken. Aber Stand heute spielen einfach alle drei Smartphones in einer ähnlichen Preisklasse, vor allem das S9 Plus und das iPhone 10. Insofern kann ich da jetzt nicht viel bewerten oder abziehen. Wenn ihr jetzt aber immer noch schwankt und euch immer noch fragt, Samsung oder Apple, Galaxy S9 bzw. S9 Plus oder iPhone 10, dann würde
würde ich mir an eurer Stelle folgende Fragen stellen. Welches gefällt euch optisch, also vom Design her besser? Welches gefällt euch von der Software und auch vom Display her besser? Und legt ihr bei der Kamera wirklich nur Wert auf Bilder oder wollt ihr damit auch gute Videos machen? Das dann gepaart mit den Vor- und Nachteilen, die ich ja eben aufgezählt habe, sollte eigentlich zur richtigen Entscheidung führen. Aber selbst wenn nicht, ihr macht mit allen drei Smartphones überhaupt nichts falsch. Alle drei Smartphones sind extrem gut. Alle drei Smartphones sind auch extrem teuer, aber sie haben auch extrem viel zu bieten. Also ich kann euch wirklich alle drei blind weiterempfehlen. Am Ende ist es diesmal wirklich mehr Geschmackssache denn je. Wer schon in diesem Apple-Ökosystem drin ist, also viele Apple-Geräte hat, vielleicht auch einen Mac und so weiter und prinzipiell mit seinem alten iPhone zufrieden war, der wird wohl mit dem Galaxy S9 eher nicht so viel anfangen können. Natürlich auch nicht mit dem S9 Plus dann. Wer aber eher Android bevorzugt, die ganze Zeit schon Android-Smartphones hatte und jetzt momentan einfach auf der Suche nach dem besten momentan erhältlichen Android-Smartphone ist, der sollte eher zum Galaxy S9 bzw. S9 Plus greifen, wird damit wohl mehr Freude haben oder zu einem anderen Android-Flaggschiff-Smartphone. Da kommt ja in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges. Das soll es jetzt aber wirklich von diesem Vergleich hier gewesen sein. Wie gesagt, ich kann euch prinzipiell alle drei weiterempfehlen. Ihr macht mit keinem davon was falsch. Wer sich jetzt aber noch für eins dieser drei Smartphones genauer interessiert oder auch für zwei, dem empfehle ich meine Reviews. Einmal vom Galaxy S9 bzw. S9 Plus, wo ich auch mehr auf die Unterschiede zwischen diesen beiden Smartphones eingehe. Und dann natürlich auch noch das Review vom iPhone 10. Verlinke ich euch hier jetzt beide. Könnt ihr euch dann sehr, sehr gerne anschauen. Das soll es von dem Video hier jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen bei der Kaufentscheidung behilflich sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage wie immer ciao, bis zum nächsten Mal.